Alte Bücher faszinieren. Ihr Papier, ihre wertvolle Bindung, ihre Wasserzeichen. Diese Geschichte handelt von einer der größten Entdeckungen aller Zeiten und einem der größten Wissenschaftsskandale. Eine Geschichte, die in der Welt der sehr seltenen und meist sehr teuren antiquarischen Werke spielt. Der Markt steigt wertmäßig und die Möglichkeiten des Fälschens werden immer besser. Was wäre, wenn manche dieser Werke falsch wären? Bücher von Christoph Kolumbus, Kopernikus, Kant, Einstein. Wer würde sie kaufen? Wer würde noch glauben, was in ihnen steht? Ich bin Historiker. Wenn die Leute anfangen, mit den Werkzeugen meines Handwerks zu spielen, werde ich sauer und muss etwas dagegen tun. Es ist nicht nur ein wirtschaftliches Problem. Diese Werke sind die Grundlage unseres Wissens. Wenn schon die Vergangenheit fragwürdig wird, wie kann man der Gegenwart vertrauen? Wie sagt das berühmte chinesische Sprichwort? Die Leute, die nach dem Mond schauen, sehen oft nur den Finger, der auf ihn zeigt. Und in unserem Fall musste man buchstäblich den Mond betrachten. Und sogar die Monde. Der Antikbuchmarkt lebt. Auch Millionäre aus dem Silicon Valley leisten sich ab und zu eines dieser zerbrechlichen, fühlbaren, nicht kopierbaren Objekte. Von 1631. Ein einmaliges Buch. Es gibt eine immer größere Nachfrage nach immer wertvolleren Objekten. Dieses Buch stammt von 1478. St. Ignatius las es, als er seine Bekehrung hatte und fand hier zum ersten Mal das Wort Jesuit. Es ist ein pharmazeutisches Lehrbuch, speziell für Ärzte im 14. Jahrhundert. Es ist einzigartig, weil es für eine einzige Person angefertigt wurde und seine ursprüngliche Bindung erhalten ist. Dieses Papier ist 550 Jahre alt. Man hört es und man sieht es. Dieses Buch kostet $200.000. Das 35.000. Die Werke von Galileo Galilei sind stets besonders gefragt. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen etwas von Einstein, von Newton, von Kopernikus. Das sind Werke, die die Welt verändert haben. Und ganz besonders sein Meisterwerk, der Sidereus Nuncius, der Sternenbote. Der Sidereus Nuncius ist ein seltenes Werk, äußerst selten. Insgesamt wurden nur 550 Exemplare davon gedruckt. Von diesen 550 kennen wir heute mit Sicherheit nicht mehr als 100. Der Marktpreis einer guten Erstausgabe schwankt je nach Zustand zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Doch sein Wert geht weit darüber hinaus. Der Sidereus Nuncius ist für uns alle wichtig. Es ist eines der wenigen wirklich revolutionären Bücher. In knapp 60 Seiten hat es die Art verändert, wie wir den Kosmos sehen. Außerdem hat man das Gefühl, man wäre der direkte Zeuge von dem, was Galilei vor 400 Jahren gesehen hat. Eine ziemlich berührende Erfahrung. . 1610. Galileo Galilei ist 45 Jahre alt und wohnt in diesem Haus. Sein Ruhm als Mathematiker, Physiker und Militärarchitekt geht schon weit über Padua hinaus. Gerade ist er zum bestbezahlten Beamten der Republik Venedig aufgestiegen, weil er dem Dogen eine verbesserte Version des in Holland erfundenen Fernrohrs geschenkt hat. Anfang Januar beschließt Galilei, sein Fernrohr in Richtung Himmel zu schwenken. Ich wandte mich den Beobachtungen der Himmelskörper zu. Zuerst erblickte ich den Mond so nahe, als wäre er kaum zwei Erdhalbmesser entfernt.
Die fünf berühmten Radierungen im Sternenboten geben diesen Moment wieder. Man erkennt dann aufgrund sinnlicher Gewissheit, dass der Mond keineswegs eine sanfte und glatte, sondern eine raue und unebene Oberfläche besitzt und dass er ebenso wie das Antlitz der Erde selbst mit ungeheuren Schwellungen, tiefen Mulden und Krümmungen überall dicht bedeckt ist. Im Galileo-Museum von Florenz feiert ein Saal diese Serie spektakulärer Entdeckungen über den Mond, Jupiter und seine Satelliten. Sie stellen die Grundlagen des Universums dar, wie wir es heute verstehen. Im Mittelpunkt die Sonne, umkreist von ihren Planeten. Vor 1610 galt, dass die Erde das Zentrum des Universums sei. Gott hat die Welt erschaffen, hat die Menschen entstehen lassen und wir sind das Zentrum von allem. Nach 1610 gibt es nun wissenschaftliche Beweise, dass die Hypothese von Kopernikus wahr ist. Im Zentrum ist die Sonne, um die unser Universum kreist. Galileo Galilei rüttelt an einer über 1800 Jahre gefestigten Weltanschauung. Seit Ptolemäus und Aristoteles gilt nämlich, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Und alles dreht sich um sie. Eine Theorie, die der katholischen Kirche gut passt. 1543 stellt sie der Pole Kopernikus in Frage. Galilei bringt nun konkrete Beweise mit weitreichenden Konsequenzen. Das Ganze hat eine längerfristige psychologische Wirkung. Denn nun kommen die Fragen, wer wir überhaupt sind im Universum und ob wir etwas Besonderes sind. Die Menschheit entfernt sich langsam von ihrer zentralen, gottgegebenen Stellung zu einer Randposition. Wir sind der dritte Felsen nach der Sonne und schwirren irgendwo im Weltall. Es eröffnet ganz neue Fragen darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein. Aus all diesen Gründen träumen alle großen Bibliotheken der Welt davon, eine Originalausgabe des Sidereus Nuncius zu besitzen. Doch es passiert selten, dass ein Exemplar auf dem Markt auftaucht. Und noch seltener sind die Institutionen, die sich eines leisten können. Die Bibliothèque Nationale de France hat das Glück, seit dem 17. Jahrhundert ein solches Exemplar zu besitzen. Wir sind hier in der Sammlung seltener Bücher der Bibliothèque Nationale de France, das heißt in der Abteilung, die die wertvollsten Bücher seit Gutenberg aufbewahrt. Wir haben ein Exemplar des Sidereus Nuncius. Es ist kein sehr schönes Exemplar. Die Bindung wurde erst in den 70er Jahren gefertigt. Es wurde damals aus einem Sammelband herausgenommen, was man heute bestimmt nicht mehr machen würde. Da sind Galileis Beobachtungen des Jupiter ganz wichtige Beobachtungen, denn dadurch wird Galilei die Existenz der vier Satelliten des Jupiter beweisen. Hier haben sie kleine Sterne, die mit Holzdruckgrafik gemacht wurden. Sie wurden in die typografische Komposition eingefügt. Und eine der Besonderheiten unseres Exemplars, das zweifelsohne ein Original ist, aber leider kein besonders schönes, das sind eben diese Leerstellen. Nur 24 der allerersten Drucke des Sidereus haben solche Leerstellen, denn die Mondradierungen waren noch nicht fertig. Alle anderen enthalten, wie Galilei im Winter 1610 schrieb, was nur Gott vor ihm gesehen hatte. Den Mond und seine Krater, Jupiter und die Sterne. Am 13. Januar erblickte ich zum ersten Mal vier Sternchen in folgender Stellung zum Jupiter. Drei standen westlich und eine östlich. Sie bildeten nur annähernd eine gerade Linie. Am 14. war wolkiges Wetter. 27. Februar 1610.
Am 27. Februar, 1:04, erschienen die Sterne in folgender Konstellation. Der östliche stand vom Jupiter 10 Minuten ab, der anschließende, dem Jupiter am nächsten stehende, 0 Minuten 30 Sekunden. Horst Bredekamp hat 20 Jahre lang Galileo Galilei als Wissenschaftler und als Künstler studiert, besonders seine Zeichenkunst. Bredekamp fasziniert noch immer, in welcher Eile der Autor sein Werk verfasst hatte. Galilei wollte es unbedingt im Frühjahr 1610 auf die Frankfurter Buchmesse bringen. Als er sieht, dass der Jupiter Monde hat, dass wir nicht das einzige Planetensystem sind, entscheidet er, ich mache ein Buch draus. Er wusste, dass derjenige, der als Erster auf einem Blatt Papier gedruckt formuliert, mit Datum, die Erde ist wie der Mond ist wie die Erde, eine der größten Revolutionen in der Astronomiegeschichte, würde formuliert haben. Galilei studiert Nacht für Nacht den Jupiter. Er fürchtet die Konkurrenz. Zu Recht. In England beobachtet der Astronom Harriot ebenfalls den Mond. Also schreibt und korrigiert Galilei und widmet noch schnell sein Buch dem Prinzen Medici. Galileo ändert den Titel noch während des Druckens. Er gibt bei der Inquisition, die das Buch erlauben muss, einen anderen Titel an als den endgültigen. Tagsüber setzt der Drucker, was er morgens durch die Nacht hindurch formuliert hat. Am 3. März macht er seine letzte Untersuchung und am 10. oder 11. ist das Buch auf dem Markt. Eine von heute her gar nicht überbietbare Geschwindigkeit. Das Ergebnis ist dieses einzigartige Buch, erschienen in ganz verschiedenen Versionen. In Harvard befindet sich eine der schönsten Sammlungen historischer Mondfotografien. Hier lehrt einer der bekanntesten amerikanischen Astronomen, Owen Gingerich, ebenfalls Experte für seltene Wissenschaftsbücher. Sein Ruhm geht weit über sein Fach hinaus. Manchmal bittet mich das FBI um Rat. Aber vielleicht sollte ich nicht so viel darüber reden. Der Professor kommt gerne hierher, zum ältesten Harvard-Teleskop, 1847 erbaut und damals das größte Teleskop der Welt. Gingerich weiß, was er Galileo schuldig ist, auch wenn sein Kollege vor 400 Jahren ein bisschen Glück hatte bei seinen Entdeckungen. What happened was that the moon was... Damals war der Mond ziemlich nahe an der Erde. Also dachte er, als er den Mond beobachtete, schauen wir doch auch in Richtung Jupiter. Und so kam es, dass er die kleinen Satelliten sehen konnte. Hätte er 6 Monate früher geschaut, wäre das nicht möglich gewesen. Gingerich bekommt oft Besuch von Händlern mit wertvollen Büchern. Besonders erinnert er sich an einen Tag im Jahr 2005. Richard Land, ein New Yorker Händler von wertvollen Büchern, den ich seit langer Zeit kannte, kam mit 2 Italienern, die ein Buch verkaufen wollten. Ich schaute mir das Buch an und gleich am Anfang sah ich die Signatur von Galileo. Eine Originalwidmung von Galileo. Kein anderer Sidereus trägt eine solche Signatur. Io Galileo Galilei F steht da. F für Fecit, in einer Mischung aus Latein und Italienisch. Ich, Galileo Galilei, habe dies gemacht. Im Buch finden sich auch 2 Stempel der Bibliothek des Prinzen Cesi, einem Beschützer von Galileo in Rom. Und dann gibt es noch mehr. Als wir weiterblätterten, fielen uns die Zeichnungen des Mondes auf.
Aber es waren nicht die üblichen Radierungen, sondern Aquarellzeichnungen. Als sei es ein ganz frühes Exemplar des Buches und dementsprechend wertvoll. Bevor dieser Schatz dem New Yorker Antiquariat Martian Lane angeboten wurde, soll er jahrhundertelang unberührt in einem argentinischen Fundus gelegen haben. Es ist durch die gesamte Weltpresse gegangen, dass das Originalmanuskript mit Zeichnungen von Galilei gefunden worden sei. Es hatte Originalaquarelle von Galileo, ein außergewöhnliches Dokument. Genauso wichtig, als hätte man ein bisher unveröffentlichtes Manuskript gefunden. Ja, die Nummer 0, ja, die Druckfahne, nicht, das allererste Exemplar. Also in 100 Jahren hat es keinen derartigen Fund gegeben. Sollte es echt sein, wäre dieses sagenhafte Werk ungeheuer wertvoll. Man muss sich das vorstellen. Seine Signatur, Io, ich, Galileo, Galileo, F. Feci, ich habe gemacht, also italienisch. Der Stolz, der daraus spricht, all das hat eine solche Unmittelbarkeit erzeugt, dass die Aura Galileis wohl so nah wie nie sonst, niemals sonst, im Raum stand. Und das hat Personen wie mich selbst auch schwer beeindruckt und durchaus fasziniert. Und das hat den Weltruhm dieses Buches bewirkt. Um seine Echtheit zu testen, beschließen Lane und Bredekamp, das Buch einer unabhängigen wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Bredekamp stellt ein Team von Spezialisten für Papier, Tinte und Buchbindung aus Harvard, London, Stuttgart und Graz zusammen. Sie sollen das Buch so untersuchen wie bisher nur die Gutenberg-Bibel. Der Sidereus Nuncius ist mit späteren Schriften Galileos in einem Band aus der Mitte des 17. Jahrhunderts gebunden. Sie sehen, wie diese Tusche durchschlägt auf die andere Seite. Es scheint alles zu stimmen, hier genau wie die entsprechenden Bücher, die an diesen Stellen Radierungen haben. Und dann beginnt hier auf dieser Seite die Aufnahme des Jupiters mit den um den Jupiter tanzenden Satelliten. Geschätzter Marktwert 10 Millionen Dollar. In Berlin hat das Bundesamt für Materialforschung schon die Qumran-Schriftrollen vom Toten Meer, Bilder von Dürer, Texte von Bach oder Goethe untersucht. 2009 werden nun das Papier, die Tinte, die Druckfarben des Buches 3 Tage lang mit Infrarotstrahlen, 3D-Mikroskopen oder wie hier einer Röntgenfluoreszenzanalyse getestet. Das Röntgenlicht misst Punkt für Punkt, welche Elemente das Papier enthält. Das Spektrum erscheint auf dem Computer. Wir messen jetzt gerade hier auf dem Papier. Dann wären Elemente zu erwarten wie Kalium, Calcium. Wenn es modernere Papiere wären, dann würde man auch Barium und Titan erwarten. Diese Technik ermöglicht, nicht invasiv zu arbeiten, also kein Stück vom Buch herauszuschneiden. Denn sonst wäre sein Wert dahin. Wenn wir Elemente oder Materialien oder Substanzen gefunden hätten, die nicht ins 17. Jahrhundert gepasst hätten, dann hätte man sofort gesagt, ist es eine Fälschung oder eine Kopie? Die wichtigste Frage war die Frage nach den Aquarellfarben. Und weil die also sehr ungewöhnlich sind in diesem Buch und herausgekommen ist, dass es ein organisches Material ist, höchstwahrscheinlich eine Biestertinte, was überhaupt nicht ungewöhnlich ist für das 17. Jahrhundert. Für Horst Bredekamp und sein Team wird bald zur Gewissheit, dass dieses Buch einen einmaligen Platz in der Geschichte einnehmen wird.
Anfang 2013. Bredekamp und sein Team haben gerade ihre Untersuchung beendet. Da wird in Neapel der Direktor der Girolamini-Bibliothek festgenommen. Unter dem Vorwand einer Inventur hatte er monatelang tausende wertvolle Werke aus der Renaissance-Bibliothek gestohlen. Sein Name? Massimo De Caro, Ex-Buchhändler und Schützling von Berlusconis Kulturminister. So sahen viele Säle der Bibliothek aus, als der Raub entdeckt wurde. Hier im Eingangsbereich standen Bücherstapel direkt neben der Tür bereit, um nachts abtransportiert und gestohlen zu werden. Das sind die Karteikarten, die einfach rausgerissen oder neu gemacht wurden. Noch heute ist unklar, wie viele Bücher verschwunden sind. Viele Register wurden einfach zerstört. 600 der wertvollen Werke wurden bei einem Münchner Händler gefunden, 1000 in einem anderen Versteck. Die Carabinieri beschlagnahmen immer noch regelmäßig Werke bei Auktionen im Ausland. Aber manche Regale werden für immer leer bleiben. Besonders die der Wissenschaftsbücher. Ein Architekturbuch, das dem Massaker entkommen konnte. Hier fehlen die Seiten. Dort fanden sich oft Abbildungen, die herausgeschnitten und einzeln verkauft wurden. Noch 6 Jahre später sitzt der Schock tief. Herr De Caro wurde für die ihm vorgeworfenen Taten verurteilt. Es war ein schwerer Schlag, dass derjenige, der geplündert hat, eigentlich für die Erhaltung dieser außergewöhnlichen Bibliothek verantwortlich war. Die Girolamini-Bibliothek war die erste öffentliche Bibliothek. Ihr Lesesaal ist wahrscheinlich der schönste der Welt. Dies alles erklärt die Aufmerksamkeit für den Prozess, allerdings nicht den Zustand der Verwahrlosung, in dem sich die Bibliothek seit Jahren befand. Meine Kollegen hier sehen De Caro immer noch als den schlimmsten aller Übeltäter. Denn dieser große Buch- und Kartenexperte hat sich auch gleichzeitig so unheimlich für den finanziellen Wert dieser Objekte interessiert. Massimo De Caro wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt. Sein Fall hat Italien schockiert. Und weit darüber hinaus. Zur gleichen Zeit etwa hört Nick Wilding zum ersten Mal den Namen De Caro. Wilding hat sich schon als junger Historiker in Oxford für Galileo Galilei begeistert. Dessen Einsichten, aber auch seine einfache und direkte Sprache sprechen Studenten bis heute an. Wenn Wilding die Nationalbibliothek von Florenz betritt, die die meisten Originale Galileis besitzt, freut er sich besonders über eines, dass sich die Bibliothek erfolgreich De Caro widersetzt hat. Es ist anzunehmen, dass De Caro diese Dokumente eingesehen hat. Wir wissen, dass er sich sehr für die Galileo-Sammlung interessierte. Als er eine Stelle im Kulturministerium hatte, versuchte er sogar, die gesamte Galileo-Sammlung, also 350 Manuskriptbände wie diese, sowie zahlreiche gedruckte Bände nach Rom kommen zu lassen, um sie dort neu zu digitalisieren. Bevor er nach Neapel kam, war De Caro Sonderberater des Kulturministers in Rom. Dort verkehrte er auch mit dem Senator Dell'Utri, Buchliebhaber und Berlusconis Kontaktperson zur Mafia. Den staatlichen Bibliotheken stattete De Caro besonders viele offizielle Besuche ab. Bei den Forschern gab es bereits mehrfach einen Verdacht gegen Massimo De Caro. Wenn er unsere Bibliothek besuchte, kam er immer in Begleitung. Er kam immer früher als erwartet, wollte immer empfangen werden,
höchst offiziell. Es war da irgendetwas, das uns beunruhigte. Es ist das erste Mal, dass ich diese Manuskripte in der Hand habe. Ich habe sie sehr oft als Online-Reproduktionen gesehen. Hier haben wir die berühmten Beobachtungsnotizen, in denen Galileo zum ersten Mal die Jupiter-Satelliten beschreibt. Eines der aufregendsten Dokumente der Wissenschaftsgeschichte. In Florenz befinden sich zwei Ausgaben des Sidereus Nuncius, davon eine mit Galileis eigenen Kommentaren, hunderte von Manuskripten und die 6 Mondzeichnungen, die den Aquarellen im New Yorker Exemplar so ähnlich sind. Hier sieht man den Nachthimmel. Er wollte unbedingt verstehen, warum die Schattenseite des Mondes nicht so dunkel ist wie der Himmel nachts. Eben weil das Licht von der Erde reflektiert wird. Also gab er sich sehr viel Mühe, die Schattenseite des Mondes etwas heller zu machen als den Nachthimmel. Ein Bestand, den De Caro ebenfalls neu digitalisieren wollte. Zum Glück wies die Nationalbibliothek diese Anfrage zurück. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die ganze Sammlung nach Rom gelangt wäre. Höchst unwahrscheinlich, dass sie heil wieder zurückgekommen wären. 2012. Wilding befallen erste Zweifel an dem Sidereus-Exemplar aus New York. Auch weil einer der Italiener, die das Buch Lan verkauft haben, De Caro heißt. Wilding beschließt, das Werk unter die Lupe zu nehmen, ohne es je in den Händen gehalten zu haben. Die erste Überraschung. 2005, als das Buch auf dem internationalen Markt erscheint, tauchen plötzlich auch andere, sehr seltene Galileo-Werke auf. Und alle scheinen den Stempel der Cesi-Bibliothek zu tragen. Ein seltsamer Stempel. Sucht man andere Beispiele des gleichen Stempels in verschiedenen Sammlungen, in denen sie sich seit hunderten Jahren befinden, sieht man, dass diese Linie immer gebrochen war. Auf allen Kopien, die seit 2005 auf dem Markt aufgetaucht sind, war diese Linie intakt. Für Wilding der Beweis, dass der Stempel nachträglich angebracht wurde. Aber irgendwie ist das komisch. Wenn die Widmung echt ist und die Mondbilder auch, warum sollte man den Wert dieses großartigen Buches in Frage stellen, indem man einen falschen Stempel hinzufügt, den man relativ einfach nachweisen kann? Dann wendet sich der Historiker den Galileo-Signaturen zu. Jede Unterschrift verändert sich im Laufe der Zeit. Aber wir kennen Galileos damalige Unterschrift aus seinen Briefen und von der Widmung eines anderen Sidereus Nuncius. Wir wissen also ganz genau, wie seine Unterschrift 1610 aussah. Die Unterschrift der Lan-Kopie aber ähnelt Galileis Widerrufungsakte vor der Inquisition. Ein Dokument von 1633. 23 Jahre später. Noch ein paar Wochen Recherche. Dann sendet Wilding eine schicksalsschwere Mail an das Bredekamp-Team. 2013. Wieder machen das Buch und seine Aquarelle weltweit Schlagzeilen. Aber diesmal ohne Hurra und mögliche Verkaufsrekorde. Das Jahrhundertwerk ist eine Fälschung. Der schlimmste Moment war, als ich den Inhalt der E-Mail von Nick Wilding realisierte. Es war hier an diesem Tisch, in diesem Raum. Und aufgrund der puren Logik dessen, was er mir schrieb, ich intuitiv schon nach kurzer Zeit keine Möglichkeit sah, diesen Verdacht zu entkräften. Da tut sich einfach der Abgrund auf. Also das war einer der schlimmsten Momente in meinem bewussten Dasein, sagen wir es so. Ja. Bredekamp versammelt sein Team ein zweites Mal. Die Wissenschaftler möchten verstehen, wie sie getäuscht wurden.
Nachdem es dann erlaubt war, Papierproben zu nehmen, war die Lösung sehr einfach. Es waren Papiere, die erst im 20. Jahrhundert hergestellt worden sind. Aber dazu bedurfte es der Probenentnahme. Und das ging bei der ersten Messkampagne eben nicht. Dann, 2014, lädt die Humboldt-Universität zu Berlin zu einer großen Konferenz ein. Bis vor 3 Jahren dachte ich nicht, dass man Bücher fälschen kann. Das ist das erste Exemplar. Das Antiquariat Lahn, noch immer Eigentümer des Buches, hat akzeptiert, dass es erneut den Atlantik überquert. Zu Anfang aber möchte ich versuchen, Ihnen das Objekt, den Dämon, darzustellen. Dieses Buch ist mir entgegengekommen im Jahr 2005, als von den Spezialisten in Amerika selbstverständlich authentisch als Originalwerk erklärt. Da mag auch beigespielt haben, dass es bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht als möglich erschien, dass man ein historisches Buch überhaupt fälschen könne. Die Forscher erklären weiter, was Wilding entdeckt hat. Winzige, im 17. Jahrhundert aber unmögliche Druckfehler haben den Engländer auf die Technik des Fälschers gebracht. Um das ganze Buch neu zu drucken, hat er eine Art 3D-Kopie, eine sogenannte Photopolymerplatte aus Kunststoff verwendet. Nachdem man diese erhitzt, verhärtet sie ihr Relief im Negativ. Ein guter Drucker kann dann in wenigen Stunden Seiten produzieren, die aussehen, als seien sie auf Druckmaschinen aus dem 17. Jahrhundert entstanden. Das Exemplar von Martin Lahn hat diese tiefen Druckzeichen. Wenn man es also spontan anschaut und in den Händen hält, fühlt es sich wie ein Buch aus dem 17. Jahrhundert an und nicht wie ein Faksimile. Die Fälschung war perfekt, bis auf einen kleinen Fleck. Für die Titelseite hat der Fälscher ein Faksimile von 1964 benutzt, das eine Kopie des Mailänder Buches ist. Dieses Originalexemplar hat neben dem P von Privilegio einen Papierfleck. Beim Ablichten der Seite für das Faksimile ist dieser Fleck schwarz geworden. Eine Dunkelstelle, die sich genauso auf der Fälschung wiederfindet, aber auf keinem der Originalexemplare. Warum ist das Buch von Nick Wilding, der es eben erkannt hat als erster, als eine Fälschung erkannt worden, wegen dieses Punktes? Und das war der Moment, der uns wie ein Blitz traf im Mai 2012. Doch auch nach langen Debatten bleibt es ein Rätsel. Wer ist dieser Fälscher? Was treibt ihn an? Es ist seltsam, einen Fälscher zu treffen. Massimo De Caro ist wegen des Diebstahls aus der Girolamini-Bibliothek zu 7 Jahren Hausarrest verurteilt worden. Er wohnt in Verona mit seiner Frau und 2 Schäferhunden. Dort hat er schließlich akzeptiert, mit uns zu sprechen. Ecco qua. Dieses Haus spiegelt mich und meine Leidenschaft für Galilei wider. Eine Leidenschaft, die ich auf meine Frau übertragen habe. Hier sind die Autogramme aller 12 Astronauten, die auf dem Mond gewesen sind. Das ist eine Reproduktion des Porträts von Maffeo Barberini, als er noch Kardinal war. Später wurde er Papst Urban VIII. Und ließ Galileo verurteilen. Dieser Anzug wurde vom russischen Kosmonauten Frienko während seiner Mission auf der Raumstation Mir getragen. Das Haus ist voller Objekte, die mit Galileo Galilei oder seinen Auswirkungen auf die Eroberung des Weltraums zu tun haben. De Caro erzählt, Galilei fasziniere ihn seit seiner Kindheit. Sein erster Job, der Handel mit seltenen Büchern, finanzierte diese Leidenschaft.
Ich habe eine Sammlung von Faksimiles des Siderius Nuncius. Nehmen wir diese Ausgabe. Aber eins sage ich Ihnen, keine ist so schön wie die, die ich gemacht habe. Das ist ein Faksimile des Nuncius von 1977. Wenn man es anfasst, fühlt man kaum etwas. Das Buch ist kalt. Nehmen wir jetzt dieses Buch und lassen das Papier singen. Das Papier singt. Hören Sie das Geräusch? Leider kann man es hier nicht riechen. Dieses Buch singt, dieses Buch spricht, dieses Buch vermittelt uns etwas. Es ist nicht tot wie das Moderne. Trotz seiner Verurteilung erzählt De Caro über seine Fälschung, als sei sie das Natürlichste der Welt. Ich hatte einen Nuncius, den ich in Argentinien gekauft hatte. Er diente mir als Basis für mein eigenes Werk. Ich nenne es scherzhaft mein Kind, weil ich dieses Buch wirklich wie eine Kreatur betrachte. Ich habe es sogar mit ins Bett genommen und darin geblättert, bevor ich einschlief. De Caro erzählt, wie er sich zuerst an einem anderen Buch versucht hat. Galileis Compasso, der Erfindung des Militärkompass. Heute sind kaum mehr als 30 Originalexemplare davon bekannt. Preis bis zu $300.000. Sagen wir es so, Galileos Compasso war der Test, um später den Nuncius zu produzieren. Das Ganze hat mich über 3 Jahre beschäftigt. 3 Jahre. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hatte so viel Spaß. Das plötzliche Auftauchen gefälschter Compasso-Exemplare hatte Wilding und Gingrich schon 2005 alarmiert. Die Kopien wurden aus dem Verkehr gezogen. Also wollte De Caro es beim nächsten Mal besser machen. Zwischen einem furchtbaren Essen und einem Festmahl braucht es manchmal nur ein paar Gramm Salz. Genauso war es mit diesem Buch. Alle Zutaten waren wirklich schwer zu finden. Das Papier, die Radierungen, die Druckfarbe, die Zeichnungen, die Bindung. Die richtige Bindung, alles. Aber als er Radierungen in das Buch einfügen will, wird es kompliziert. Ich hatte versucht, Mondradierungen anfertigen zu lassen, weil ich eine normale Kopie des Nuncius machen wollte. Aber dann musste ich feststellen, dass die Radierungen auf dem Papier nicht richtig funktionierten. Will man eine Radierung in ein Buch einfügen, muss jedes Blatt 2-mal durch die Druckmaschine. De Caro hatte mit dem Photopolymer-System ein glaubhaft altes Buch geschaffen. Aber mit den Radierungen wollte es nicht klappen. Es war nicht kompliziert. Aber man konnte sehen, dass sie heutzutage gemacht wurden. Man konnte sie nicht richtig altern lassen. Ich musste etwas finden, das den Blick von dem Druck ablenkt. Und so kam ich auf die Idee, diese Monde zu machen. Also die Geschichte, die ich für dieses Exemplar erzählen wollte, war, dass dies eines der 25 ohne Mondradierung war und dass der Besitzer dann im 18. Jahrhundert beschlossen hatte, das Buch mit Aquarellmonden zu vervollständigen. Der Mondkreis wurde mit einem Glas Rotwein gezeichnet, das genau das richtige Maß hatte. Aber als ich feststellte, dass die Person, die mir geholfen hatte, die Monde zu machen, auch Kalligraphie nachahmen konnte, beschloss ich, jetzt versuchen wir den großen Wurf. Lass uns die Worte Io Galileo Galilei fecit auf die Titelseite setzen. Und ich muss sagen, dass diese Geschichte funktioniert hat. De Caro identifiziert sich gerne mit Galilei, dem Rebellen. Er erzählt auch, wie er 400 Jahre alte Tinte gefunden hat, Papier und Wasserzeichen neu machen ließ oder wie das Buch im Küchenofen auf alt getrimmt wurde. Dann holt er den Cesi-Stempel heraus, der 5.000 € gekostet haben soll. Okay.
Wie Sie sehen, ist es genau der Stempel, den man auf dem Sidereus sieht, mit dem Kreis ohne gebrochene Linie. Um sich juristisch zu schützen, wiederholt der Fälscher immer wieder, alle diese Fehler seien freiwillig gemacht worden. Er habe immer Spuren hinterlassen wollen, wie bei Hänsel und Gretel. Seinen Stolz darüber, dass sein Baby den Experten in Harvard und Berlin gezeigt wurde, kann er nicht verbergen. Das war der Moment der Wahrheit. Jetzt werde ich wissen, ob ich gut gearbeitet habe. Jetzt werden wir sehen, ob die Experten die Brotkrumen finden, die ich im Wald gelassen habe. Aber nein, sie haben die Brotkrumen nicht gefunden. Es ist wie bei einem Zauberkünstler. Wenn er auftritt, gibt der Magier dem Publikum auch etwas zu sehen, um seine eigentlichen Tricks nicht zu verraten. War also alles nur ein großer Witz? Ein Trick, um Wissenschaftler und Akademiker zu blamieren? Wir sollten nie vergessen, dies alles wurde nur wegen des Geldes gemacht. Dieses Buch sollte für 10 Millionen Dollar verkauft werden. Und das ist der einzige Grund, warum es existiert. Alles, was DeCaro hinterher erzählt hat, dass es eine intellektuelle Herausforderung sei, ein Witz, um zu beweisen, dass Experten keine Ahnung haben, worüber sie reden, das ist nur der nachträgliche Versuch, seine Tat kleinzureden. Er hat Betrug im großen Rahmen begangen. Und er hat es für Geld getan. Wilding hat den Zweikampf mit DeCaro gewonnen. Bredekamp, einer der Gründungsintendanten des Berliner Humboldt-Forums, hat ihn verloren. Es ist der Gruppe und vor allem mir selbst nicht gelungen, das Buch als Fälschung zu entschlüsseln. Das ist eine Demütigung, die vermutlich nur vergleichbar ist mit einem sehr schweren Fehler eines Arztes. Denn die Öffentlichkeit muss darauf vertrauen können, dass ein Kunsthistoriker eine Fälschung von einem Original unterscheiden kann. Das ist ein Trauma. Horst Bredekamp denkt noch immer an die Monate, in denen er Dutzende Exemplare Zeile für Zeile untersuchte, um deren Struktur zu entschlüsseln. Das sind lauter Exemplare des Sidereus Nuncius, die ich mir besorgt habe. Denn dieser Fall hat paradoxerweise die Forschung über italienische Verlage und Druckereien um 1600 weit vorangebracht. Aber erschütternd bleibt noch immer die Entdeckung der Aquarelle, die so perfekt in Bredekamps Recherchen passten. In der Korrespondenz mit ihm gibt es den erstaunlichen Satz: Caro Professore, es muss Ihnen vorgekommen sein, als Sie die Zeichnungen des gefälschten Sidereus Nuncius vor Augen hatten, als seien Sie mit den Ergebnissen Ihrer eigenen Arbeit konfrontiert worden. Also der Fälscher hat meine eigenen Forschungen benutzt und das hat mich umgehauen. Und das erklärt, warum ich die Fälschung einfach als solche nicht erkennen wollte oder vielleicht konnte. Ein bisschen fühle ich mich schuldig, denn irgendwie wurde ich von ihm inspiriert. Außerhalb der akademischen Welt aber hat der falsche Sidereus Nuncius dem Antikbuchmarkt schwer geschadet. Viele Institutionen weigern sich, irgendetwas aus Italien zu kaufen. Diese Affäre hat einen sehr negativen Effekt auf alle italienischen Händler gehabt. Wir Händler wurden alle in den gleichen Sack gesteckt wie diese Person, die das alles gemacht hat. Die Kunden haben sich Sorgen gemacht, dass sie vielleicht eine Fälschung kaufen oder Diebesgut. Und wir leben alle nur von unserem guten Ruf. Die Leute können immer woanders kaufen. Owen Gingrich wird noch immer von vielen Händlern konsultiert. DeCaro kommt in ein paar Monaten wieder frei. Wirklich? Mhm. Was wird er dann tun? Zurück zum alten Hobby? Wurden Sie schon zu seiner Entlassungsparty eingeladen?
Alle Händler haben sich große Sorgen gemacht, dass De Caro wieder freikommt. Wer weiß, was er alles versteckt oder noch vorhat. Inzwischen fragen sich viele große Bibliotheken, Museen, Stiftungen, ob nicht auch bei ihnen Stempel, Zeichnungen oder ganze Bücher falsch sein könnten. Dieses Buch ist eine sehr gute Fälschung gewesen. Die Lagenstruktur, die Papierstruktur, die Wasserzeichenstruktur und so weiter und so weiter. Aber es ist nicht die einzige Fälschung, die es gibt. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht die letzte ist. Wir dachten, dass unser Fall aufrüttelnd genug ist, dass es an irgendeinem Ort der Welt eine Datei von Fälschungen geben würde. Meines Erachtens ist das nicht geschehen. De Caro wird hoffentlich keine Fälschungen mehr machen. Aber andere schon. Die Technologie ist billig. Ich selbst könnte einen annehmbaren Sidereus Nuncius für ein paar tausend Dollar fälschen. Das ist wie Doping. Mit der Analyse von Dopingmitteln kommen neue Mittel, die nicht analysierbar sind. Dopen und Fälschen ist dasselbe, jedenfalls methodisch gesehen. Das Fälschen von Büchern bleibt weit weniger lukrativ als das von Picasso-Gemälden oder Giacometti-Statuen. Doch wie lange wird dieser sehr traditionsreiche Markt den immer simpleren Kopiermethoden widerstehen? Wie lange wird dieser Markt noch bestehen? Ich kann keine Vorhersage machen. Ich kann nur meine eigene Meinung wiedergeben. Ich kaufe schon lange keine Bücher mehr im Antiquariat. Eine Frage der Kosten und der Glaubwürdigkeit. Denn die neuen Technologien haben die ganze Buchwelt durcheinandergebracht. Ich glaube, dass das Internet und die digitalen Technologien eine Revolution von gigantischem Ausmaß verursacht haben. Im Vergleich zu der Gutenberg ein Lächeln war, nur ein kleiner Wind. Das Internet hat alles verändert, auch die Art und Weise, wie wir Bücher verwenden. Wir benutzen sie nicht mehr als Ganzes. Wir nehmen Teile, die wir mit anderen Teilen von Büchern, Manuskripten, manchmal auch Bildern verbinden. Wir erfinden neue Bibliotheken, die strukturell verschieden sind. Doch noch ist die Geschichte nicht abgeschlossen. In Neapel hat die Nationalbibliothek erneut Klage erhoben, wegen Diebstahls. De Caro soll deren Sidereus Nuncius gegen eine Fälschung ausgetauscht haben. Insgesamt, so De Caro, habe er 5 Exemplare angefertigt, aber nur eines mit Aquarellen. Der Fälscher selbst feilt weiter an seiner Verteidigung. Er habe nie Fälschungen verkaufen wollen, das sei illegal, sondern nur perfekte Kopien. Eine Kopie, die Richard Land $450.000 gekostet hat. Ich habe den Nuncius nicht gefälscht, ich habe einen anderen Nuncius produziert. Genau das ist das Problem. Ich habe einen anderen Nuncius gemacht. Das Problem sind die falschen Historiker, die nicht erkennen wollen, dass es eine Reproduktion ist. Diese Personen sind Fetischisten. Nicht das Objekt Nuncius ist wichtig. Wichtig ist, was im Buch steht. Galileo hat eine neue Seite der Wissenschaft geöffnet, aber nicht mit dieser Mischung aus Leinen, Papier, Kleber und Pergament, sondern mit seinen Ideen. Und Ideen kann man nicht fälschen oder reproduzieren. Eine sehr fragwürdige Argumentation. Wenn man Fälschungen erstmal akzeptiert, also wenn man meint, der Markt kann entscheiden, was wahr ist und was nicht, und wenn der Markt will, dass eine Fälschung echt ist, dann ist sie eben echt, wird es sehr problematisch. Denn dann ist die Wahrheit käuflich. Eines Tages werde ich, ohne dass er es weiß, ein neues Buch drucken. Natürlich werde ich das mit Kameras und so weiter belegen. Und ein Sammler wird es Wilding ohne sein Wissen bringen und ihn nach seiner Einschätzung fragen. Und ich wette alles, was Sie wollen, dass er das Buch für echt erklären wird.
In diesem Moment werde ich beweisen, dass er nicht besser ist als Bredekamp. Ich weiß schon, welches Buch ich ihm schicken werde. Wird De Caro seine Drohung jemals wahrmachen? Wer weiß. Aber an Orten wie Paris, Boston, Florenz sind Bibliothekare jetzt wachsamer, um all diese wertvollen Werke zu schützen. Ich denke, diese Galileo-Dokumente haben uns noch etwas zu sagen. Er schafft es noch immer, uns etwas mitzuteilen. Dieses Verlangen nach neuem Wissen, das ist es, was unsere Gesellschaft vorantreibt. Und das ist vielleicht das Herzstück, das Wichtigste für die Menschheit. Und besonders jene Monde, die Galileo Galilei wirklich gemalt hat. Geschichte ist einfach wichtig. Fängt man an, Objekte zu fälschen, kann man auch gleich eine alternative Geschichte erfinden. Von da an kann man dann wichtige historische Ereignisse verneinen. Man kann die Geschichte neu schreiben. Man ist in einer Orwellschen Welt, in der die politische Macht die Wahrheit diktiert. Und das erste Opfer ist die Öffentlichkeit.